Hallo Leute und willkommen hier zurück zu der Minecraft-Seed-Show. Und diesmal zeige ich euch heute auch wieder den Maldi-Seed. Hier ist diese hier, das 33071103400135617133. Luft! Und ja, vielleicht kommt euch dieser Seed bekannt vor, denn der kann auch gar nicht bekannt vorkommen. Ich habe das zwar schon ein Video gedreht, wo auf 1.14, ich bin hier auf 1.14, das seht ihr da oben schon so toll eingeblendet. Bevor mein Gaming-Kanal existierte, habe ich noch nicht hochgeladen, da habe ich ein Haus gebaut. Ihr seht es schon. Und dieser sieht es krank, denn es sind zwei Dörfer einfach direkt am Spawn. Hier habt ihr noch eine schöne Schlucht, da können wir direkt mal reingehen. Hier kann man definitiv sehr gut looten. Hier kann man direkt auf Höhe 10. Hier sind direkt Diamanten. Einfach direkt am Spawn sind hier. Ich sehe es gerade nicht so richtig. Sind. Also da habt ihr 5 Diamanten direkt am Spawn. Einfach mal hier in der Schlucht, da müsst ihr euch nur runter, hier nur runterfallen. Das ist halt einfach direkt am Spawn. Oh, ich hätte vielleicht die Koordinaten zeigen sollen. Das war hier unten. Oh, hier also. Bei minus 80, 10 und minus 100, da findet ihr diese Diamanten. Da habt ihr direkt am Anfang Diamanten. Und da hinten seht ihr es schon, da ist schon das erste Dorf. Und da ist schon das zweite. Und hier habt ihr, Alter, den habe ich bisher noch nie gesehen, keine Ahnung wie. Der ist halt einfach mal mega tief. Hier, es sieht hier wie ein riesiges Freibad aus, ne? Hier Kinderbecken und hier einfach Schwimmerbecken. Wie tief geht das? Das ist bis jetzt der tiefste Inlandsee. Also wo, also das größte, was eigentlich so in so einer. Das ist schon das zweite Mal, dass meine Maus heute runtergefallen ist. Also das hier ist halt so, das geht tief runter, weil es hier nicht so viel Land gibt. Aber das hier, das hatte ich bis jetzt noch nie gesehen. Und da haben wir schon das erste Dorf. Was? 1.14.3 und deshalb sind diese Dörfer. Alter. Sehe ich das einfach mal an. Hier ist sich da mal die Physik am Spielen. Jetzt. Was? Also, hier sind halt einfach mal random Felder. Hier läuft es einfach raus. Hier überall einfach. Ey, diese Dörfer, ne? Die sind halt einfach aus Clay. Warum? Oh, da hinten haben wir schon. Ich muss sie mal. Ja, aber die Heubällen gibt es schon. Das ist nice. Und in 1.14.4 können die sogar umrundet werden. Sind die sogar schon umrundet? Also, hier ist direkt am See. Da hinten hat man sogar noch eine schöne Wüste. So schönes Fischerdorf mit einigen Bannern. Was ist das? Was ist das? Und natürlich hat man hier schon wieder so mal komplett sinnlos. Warum? Da ist Wasser, aber die haben da extra nochmal Wasser hin platziert. Ja, genau. Und hier auch nochmal. Hier ist es sich mal richtig angebaut. Und hier geht es einfach mal auf den Berg rauf. Wie willst du denn da hinkommen? Nochmal ein Feld hier oben und hier geht's einfach mal runter. Das ist alles abgeschnitten. Ey! Diese Dörfer von 1.14.3, da hinten seht ihr schon da mein Haus. Ey! Ich könnte hier ausrasten, aber nein, ich bin hier in einem kinderfreundlichen Kanal, deshalb jetzt mal nicht. Aber ja, dann habt ihr hier noch eine schöne Wüste und eine Eislandschaft. Habt ihr noch einige Hügel. Da hinten habt ihr sogar keine Savanne mehr. Ich muss hier mal schnell. Elytra brauche ich.
Da wäre das nie, nie vor der Aufnahme machen, ne? Also wie gesagt, hier spawnt man, hier ist die Schlucht mit den Diamantenden. Hier habt ihr nicht mehr Savanne, sondern hier ganz schön so Plains. Na, hier wäre Wikipedia, sind wir hier. Forest. Das sieht mir gar nicht nach einem Wald aus. Das ist sogar nicht schön. Oh, das ist sogar eine Schildkröten. Der hat keine Augen. Oh doch, doch, der hat Augen. Dein Geburtstag. Da habt ihr sogar noch ein bisschen Zucker. Hier ist ein Esel. Das ist das erste Mal, dass ich einen Esel in Minecraft sehe. Also, ich habe schon einige Mal gespawnt. Oder auf, zum Beispiel auf YouTube-Videos gesehen. Aber einfach so? Nein, habe ich noch nicht. Aber es ist ein ziemlich krasser See. Hier hat man wieder so einen riesigen See. Ich glaube, das hier ist so eine Insel, umrundet von Wasser. Ja, da hat man wieder ein Schaf. Yay! Also das wäre es gewesen von diesem Seed hier. Falls ich ein weiteren Seed mal zeigen soll, dann liked dieses Video. Denn das hier, diese zwei Seed-Videos, die habe ich einfach nur aus random generierten Welten von mir persönlich. Also hat vorhin noch niemand jemand gehabt, also. Ja. Ey, also diese Welt hier, ich bin gerade an diesen Koordinaten. Also. Tschüss und bis dann.